Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseher. Schaut, dass jetzt die Schüler schon wieder weg sein. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was für diese Schüler übrig bleibt von der Debatte jetzt da in der Aktuellen Stunde. Und ich glaube, dass bei den meisten übrig bleibt, dass der ÖVP-Wirtschaftssprecher, dass der nicht in der Lage ist, in 20 Minuten die Inflation zu erklären. Es bleibt übrig, dass die ÖVP-Sicherheitslandesrätin den Unterschied zwischen Asyl und qualifizierter Zuwanderung nach wie vor nicht versteht. Hashtag Festung Österreich. Und sie hat vor allem auch eines gesehen, eine ÖVP, wie empfindlich die darauf reagiert, wenn sie von irgendjemandem anderen auf Fehler in der Vergangenheit aufmerksam gemacht wird. Plötzlich will die ÖVP nur mehr in die Zukunft schauen. Ich kann es Ihnen auch nicht verübeln, weil halt in der Vergangenheit doch viele ungute, unschöne Dinge für die ÖVP liegen. Und wenn man das anspricht, dann heißt es, legt mal an andere Platten auf oder wir stehen heute so gut da. Es gibt ein schönes Sprichwort, ja. Der Fisch beginnt am Kopf an zu stinken, kennt jeder von uns. Und jetzt, was will man sich von einem Fisch wünschen, ja, oder erwarten, wo der Kopf uns nach wie vor erklärt, dass die Kaufkraft gestiegen ist in Österreich, wo uns dieser Kopf sagt, die Kinder, die Eltern sollen mit ihren Kindern doch ins McDonald's gehen, einen Burger um 1,40 Euro essen, wenn sie sich's nicht leisten. Und ganz, ganz schlimm finde ich wirklich den Ausrutscher der eurer Kollegin Furtscheller, die gesagt hat, wenn ihr jemanden kennt, irgendwelche Familien kennt, wo die Familien die Kinder nicht ernähren können, dann meldet das dem Jugendamt. So weit ist es mit der ÖVP, der einzigen selbsternannten Familienpartei, gekommen. Wie gesagt, ich finde, das war wieder einmal ein Lehrbeispiel, ja, in der Aktuellen Stunde für die ÖVP. Wir haben nach wie vor alles richtig gemacht und wehe, jemand traut sich, irgendwas zu kritisieren, dann wird auf den eingekaut, die ganze Mannschaft. Also ja, schade.